Hallo zusammen, da sind wir in der Forschungsabteilung und das ist ein spezieller Moment, weil ein Projekt ist ganz, ganz kurz vor Fertigstellung, aber es ist halt noch nicht fertig. Es geht um ein autonomes Schlepperfahrzeug, das eine Last in einem Industriebetrieb umeinander ziehen, hin und her. Und jawohl, es ist da ganz, ganz ruhig. Ja, warum? Sie sind alle am Software schreiben und es braucht noch ein paar Teile, wo sie da beschreiben, dass das Ganze dann am Schluss funktioniert. In wenigen Tagen soll es soweit sein. Da gibt es auch die andere Seite, dort sind sie dran, noch Verschalungsteile zu machen und noch Endkontrollen zu machen und alles nochmal zu überprüfen, weil das Fahrzeug muss ja am Schluss längere Zeit im Industrieeinsatz bleiben. Da ganz ruhig, da darf man es nicht stören. Da ganz hektisch, was sie am Machen sind. Und jetzt gehen wir dann gerade nachher noch besuchen, wie das Fahrzeug am Testen ist, weil es braucht x Betriebsstunden, bis man dann raus in die Praxis kommt. Da ist das autonome Fahrzeug, genannt Molly, mit ganz vielen Systemen, die es drauf hat. Da hinten eine automatische Ankoppelvorrichtung für Anhänger. Dann haben wir jenseits Sensoren wie diverse Ultraschallsensoren, Lasersensoren, Kamerasystem, vorne Kamerasystem, Radarsystem, nochmal ein Laser zur Sicherheit. Und ihr seht die ganz, ganz vielen Kabel, die es alle braucht, dass das Fahrzeug richtig funktioniert. Und jetzt ist das Fahrzeug gerade hier im Lager, sieht ganz still aus, aber sie sind Software-Algorithmen am Testen, ob die das Richtige machen, was sie auch sollen. Und die nächste Phase wird dann sein, dass noch die Verschalung drauf kommt und wenn dann die Verschalung drauf ist, dann muss nochmal ein Gesamttest gehen und dann darf es endlich zum Kunden. Da warten alle drauf, auch der Kunde. Man berichtet weiter, wie es vorwärts geht. Ciao zusammen.